Also, wir sind jetzt hier wieder auf der Zukunft, dem schwimmenden Zukunftslabor. Und was wir heute erforschen, ist der Genuss. Und zwar kann man in diesem Space hier nicht nur toll zusammenarbeiten, sondern wirklich wunderbare Abendevents organisieren. Wie heute zum Beispiel, da haben wir von dem Tim ganz tolles Food-Sharing-Dinner. Das ist das Format Insel-Dinner. Aber weil unser Space hier so vielseitig ist, sind wir gerade dabei, uns zu überlegen, was man hier noch alles für Abend- oder Tagsüberveranstaltungen organisieren könnte. Tatjana, hast du eine Idee, was man hier noch machen könnte? Ja klar, Art-Dinner. Zum Beispiel Van Gogh-Dinner, Monet-Dinner, Gauguin, viele tropische Früchte. Okay, was cool. Das bedeuten könnte, könnten wir in Zukunft ja, das hier ist ja deutlich klimmt schon. genau, das klimmt wieder. Wir haben schon Brettern gefangen. Was hast du für eine Idee, Sabine? Also ich finde, man kann hier das super machen, so zu besonderen Anlässen mit ein paar Freunden, sich hier einfach nett und gemütlich machen. Das ist einfach eine schöne Umgebung. Mhm. Und hier muss unbedingt eine Cocktailbar sein. Oh. Ich kann sie schon sehen. Das ist ein gutes Stichwort. Wir haben ja den Kühlschrank unter Deck. Wir machen einfach die Klappe auf. Da sind die kalten Getränke im Wasser. Mhm. Und sonst habe ich noch den Begriff Flow Food heute zum ersten Mal gehört. Tim, was könnte das bedeuten? Wir sind ja gerade fleißig am Brainstormen gewesen, was der Begriff jetzt alles auswählt. Und am Ende füllen wir das Ganze ja mit Leben. Und die ersten Ideen waren, dass wir halt beispielsweise das mit dem Foodsharing einbauen. Ich selber bin im Ernährungsrat der Region Hannover tätig und würde mich natürlich freuen, wenn wir die Regionalisierung zum Thema machen von Lebensmitteln und deren Produktion. Und es gibt, glaube ich, eine ganze Menge Möglichkeiten. Unter anderem haben wir auch eine Insel. Auf unserem schwimmenden Garten könnte die Cocktail-Minze. Genau, das wäre ja natürlich eine Idee. Siehst du, da können wir sogar unsere Cocktail-Cuisine machen, indem wir verschiedene Kräuter, die angebaut werden, dann mit einfließen lassen. Und ich glaube, gibt es eine ganze Menge Möglichkeiten. Genau. Also, wenn ihr Lust habt, mehr zu erfahren über all das, was man hier machen kann auf der Zukunft und was das für ein toller Teil des modularen Open Island Systems ist, dann freuen wir uns auf euch. Aber jetzt erstmal guten Appetit. Was ist das für eine Soße? Wir haben gestern Tacos gemacht und das ist Mangosalsa. Die Vorfreude steigt ins Unerträgliche.